Hey Freunde und willkommen bei Tjul für euch, eurem, ja, Animatronics-Case-Viecher. So, wir laufen direkt los. Ja, wir sind zurück im Spiel und, achso, du hältst deinen Schnauzer. Wir sollten ja, Moment, die Katze ist eh nicht hier. Es ging ja darum, dass irgendwo in diesem Safe-Piss-Ding hier, mach einmal das Tablet aus, Junge. Ist irgendwo in diesem Safe hier, ja, eigentlich eine Keycard sein soll. Eine Keycard, mit der wir weit... Pff, so, das war jetzt. Mach ich unter den Tisch da. Eine Keycard. Und mit der Keycard sollen wir die Temperatur regeln können, weil der hat die Ventilation ausgemacht, die Temperatur geht hoch und wir werden langsam geschmort. Ist nicht so gut, kein gutes Schicksal, macht keinen Spaß. Und auch mit den komischen Animatronics ist alles ein bisschen doof. Deswegen... gucken wir jetzt mal. Wir sollen im Kontrollraum. Da, beachte, da müssen wir rein. Kommen wir nur rein mit Keycard. Und ich weiß nicht, wo Keycard ist. Der Typ hatte gesagt, ey, Keycard ist... Ach, ist ja egal. Ich halte jetzt einfach meine Fresse und suche das Scheißding. Da hinten das Katzenbiest. Ah, hallo. Hallo. Oh, nee, ich mach die Tür zu. Ah, der kommt ja einfach durch! Ich dachte, die Tür hält ihn wenigstens kurz auf. Weißt du, dass wir so kurzen Moment Luft kriegen, um wegzulaufen. Aber das war nicht der Fall. Hätte ich mir auch denken können. Ich meine, dass er die schweren Roboter nicht aufhält, das ist eigentlich gesundes Menschenverstand. Guck mal, hier ist ein Zettelchen. Den lesen wir aber nicht, weil wer gibt schon Fick auf die Story? Wir suchen einfach nur unsere K-Card. Und wir müssen halt irgendwo quasi die... Decken, Ventilation, rücksetzen, neu starten, papalapap, weil sonst wird es heiß. Ich meine, es ist sowieso schon ziemlich heiß hier. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ja. Juckt uns aber gerade nicht. Im Lager ist es auf keinen Fall. Im Archiv ganz sicher auch nicht. Ja, ne? Ja, kacke jetzt. Hier im Swift ist auch nichts drin. Und schon. Der ist ein bisschen blind auf dem einen Auge. Sieht er nicht so gut. Nur kurz. Nur kurz am PC gewesen. Und zwei Minütchen später. Sind es einfach 10 Grad mehr. Das ist wie wenn ich anfange Videos zu rendern. So ungefähr ist das. Oder so wie sich mein PC gerade abrackert. Während er das Spiel hier abspielt. Da scheißt er gerade auch ganz schön rein. Ja, ich habe keine Ahnung, wo man die Temperatur zurücksetzen kann. Wir werden jetzt einfach eines armseligen Todes sterben. Da muss man hier hinten... Ah ja, man sieht auch gar nichts mehr. Der geht richtig drauf, der Typ. Der geht richtig am Stock. Der geht richtig... Ah, diese Kiste erschreckt mich jedes Mal. Ich kann dazu nichts sagen. Hier liegt noch ein Zettel. Ich weiß auch nicht. Ist auch doof, dass man nicht so eine Art Missionslog hat, wo man vielleicht sieht, was der Kerl genau erzählt hat. Da ist der Harro. Sieht er mich jetzt hier? Der kommt jetzt eh noch hier drüben. Oh, da ist er! Die waren ja beide hier. Moment, ich befrag mal unser schlaues Hellseher-Dings. Zauberei. Wo seid ihr, Freunde? Seid ihr vorne irgendwo? Da? Nein. Ist im Lager jemand? Nein. Da hinten? Nein. Hä, wo sind die denn on the road hier? Das Problem ist, wir verrecken halt sowieso. Weil wir einfach wegen dieser Hitze hier drin keine Chance haben. Warum geht er denn jetzt in den Schrank? Ja, das habe ich... Also, nee. Geh bitte wieder raus. Danke. Moment. Ich werfe nochmal das Tableau an. Warum ist jetzt... Oh Gott. Hallo. Ich gucke nur so auf die Kamera und denke so... Oh, Moment. Da bist du doch gerade. Shit, ey. Vergiss nicht, Ohrstöpsel zu tragen. Ich weiß auch nicht, wer das Wort Ohrstöpsel benutzt. Die Übersetzer von dem Spiel offensichtlich. Ich frage mich gerade, ob ich mich vielleicht unter diesen Duschen abkühlen kann. Wenn es zu warm wird. Versteht ihr? Was ich damit sagen will. Die Tür ist mit der Keycard verschlossen. Halt dein Schnauze. Hallo. Oh ja, ah, das ist gar nicht die Katze. Aber es kommt in unsere Richtung. Von daher mache ich mal kurz einen Abstecher hier rüber. Ja, also das hier ist für mich eigentlich so der Kontrollraum, ne? Wenn ich jetzt sagen müsste, wo ist der Kontrollraum, würde ich sagen, hier. Ist das jetzt ein Witz? Ich muss einfach hier einen Code eingeben, um die Belüftung zu reaktivieren.
Alles klar. Jetzt ist nur die Frage, was ist der Code? Ha? Was ist der Code? Ich weiß es nicht. Wir könnten... Hä, warum kann ich nichts eingeben? Gib den Code ein. Ah, hier, 1, 2, 3, 4. Ist es nicht. 5, 8, 7, 9. Ist es nicht. 7, 6, 5, 4. Ist es nicht. Ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Code steht, Mann. Wo soll denn der Code stehen? Ich wette, es steht auf einem von diesen Zetteln. Ich wette drum. Und ich wette auch, dass der Code sich jedes Mal ändert und der Zettel jedes Mal woanders liegt, wenn ich sterbe. Oder neu lade. Deswegen... Ach, nö, Mann, ey! Geh doch weg! Warum sind die eigentlich so schnell? Ich laufe im Kreis. Ich gehe einfach unter den Tisch. Oh, nein! Ach, komm, ja, pack mich doch, ey! Dass wir immer so schreien müssen. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Oder rausgekommen bist. Da drüben. Geh in den Schrank. Geh in den Schrank, Mann. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach Licht aus. Dass der da drinnen geht und die Taschenlampe so direkt an den Spalt hält. So, guck, hier bin ich. Im Schrank sitze ich drin. Vollidiot. Es ist nicht weg. Oh. Hallo. Oh nein. Der liegt bestimmt an einer ganz banalen Ecke, so richtig einfach. Und ich bin einfach zu scheiße, um das zu finden. Ich mache hier hinter mir mal zu, bevor wieder unliebsame Gäste kommen. So, Dingszettel, ist hier Dings, nee. Das kann es doch wirklich nicht sein, ey. Hier brauche ich einen Part für jeden, um jeden scheiß Checkpoint zu meistern. Das ist wie, ja, ich weiß auch nicht. Da unten liegt auch ein Zettel in B3, da unten, seht ihr das? In Büro B3 liegt ein Zettel auf dem Boden, den man ganz deutlich auf der Kamera sieht. Ist das ein Hinweis? Oh Gott! Dass die auch immer hinter den Ecken stehen, ey, diese verdammten Geier. Irgendwann ist der Spaß vorbei, ja? Freunde. So, Büro B3 ist das hier. Ist das ein fucking Witz? Oh, da lag ein Zettel auf dem Boden. Mann, hier liegen überall Zettel auf dem Boden. Ach Mann! Ich gucke jetzt noch einmal, ob ich ihn finde, wenn ich wieder verkacke. Nach. Ganz ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keine Lust mehr. Ja? Ich gucke jetzt einfach mal. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach nicht richtig zugehört habe und ich einfach gerade irgendwas übersehe. Irgendwas richtig Dummes, Offensichtliches. Kann ich eigentlich auf meinem PC irgendwas nachgucken? Nee. Ich werde der Zettel nicht voll versteckt. So richtig versteckt. So, wurde überhaupt Info gegeben? So von wegen, yo, du musst einen Zettel finden. Aber ist nicht so einfach zu finden. Ah, da ist es. Hallo! Alles klar. Leute, ich gehe kurz nachgucken. Wir sehen uns gleich wieder. Alles klar, Leute. Wir sind zurück im Spiel. Ich weiß jetzt, wo der Ventilation Code ist. Und das ist einfach das Dümmste, was ich je in einem Spiel erlebt habe. Ich weiß nicht, warum die den so abgefuckt platziert haben. Oder wer den Gedanken hatte, ich meine, da haben bestimmt wieder die Entwickler zusammengesessen und sich gedacht, boah, wie machen wir den Spielern heute das Leben zur Hölle? Und das ist dabei rausgekommen. Hier steht der scheiß Code. In diesem Raum, auf dieser verfickten Leinwand, hier unten rechts, 3630, merkt euch das mal bitte. Ich werde euch gleich fragen. 3630. 3630, alles klar, Hauptsache wir wissen jetzt Bescheid und können das scheiß Ding... Wehe, du kommst hier rein, du alte Pissfresse. Du hässliche Mistsau. Hau bloß ab. Gut, danke. Endlich hört mal jemand auf mich. So, wir gucken mal hier ins Gängchen rein. Na komm, gib Gas. Lauf doch hier, Mann. Gott, dann rushen wir mal nach vorne in den Control Room. 3630 war es, ne? Und resetten die ganze Scheiße. Oh Gott, ach Mann, komm schon. Warum denn jetzt? Kannst du nicht woanders langlaufen? Oh Gott. Und ich wette, der Code ändert sich. Jedes Mal, wenn ich nur respawne. Deswegen gehen wir nochmal gucken. Nur zur Sicherheit. 1, 2, 3, 1. Das ist nicht so schwierig. Paco. Hallo. Oh Gott. Schnell ums Eck. Lampe aus. Er wird hier reinkommen. Er wird auf jeden Fall hier reinkommen. Aber hoffentlich. Ach, bitte komm nicht bis hier rum. Sind jetzt beide hier. Aber sie kommen nicht hier rein, ne? Nö.
Ah doch, die scheiß Katze schon. Warum kommt die Katze hier rein? Die Katze ist anscheinend schlauer wie das dumme Hundevieh. 6415 ist es jetzt. Das heißt, im Korridor ist nichts und wir sind ja eigentlich safe, ne? Wo laufen die Haros denn rum? Okay, na wer ist das? Keiner will's wissen. Ist ja egal. Hauptsache, sie sind nicht... Ist da jetzt einer gerade hingekommen? Nö. Oh, zack. Tür zu. Ich hab den Code vergessen. Ich hab den Code... War das 6151 oder so? 6151? Nein, bist du... 6151? Ach man, ich bin auch blöde jetzt. Gut, wir gucken nochmal nach dem Code. Gott, da kommen sie schon wieder. Geh schnell rein. Mach zu. Hä? Ich hab nichts gesehen, aber es hat mich auf jeden Fall gefunden und mich fucking kaputt gemacht. Alles klar, Mann. Hör auf mit den Framedrops, Dreckspiel, sonst fliegst du gleich aus dem Fenster raus. So, was haben wir hier? 1852. Alles klar, Lampe aus, ab ins Eck. 1852. Gut. Loszulaufen, wenn das Spiel nicht so abspasten würde, Mann. Was ist das denn jetzt? So, da sind wir wieder. Spieler gerade ein bisschen gespastet, aber es geht alles wieder. Hoffe ich jedenfalls. Aber Moment, ich checke lieber nochmal kurz das Tableau. Hier haben wir jetzt den Code mit 1, 8, 5 und 2. Und den entern wir mal. Und dann müsste jetzt eigentlich die Temperatur runtergehen. Okay, die Temperatur geht runter, aber das Spiel spackt gerade ziemlich hart. So, nachdem Dextory mir jetzt ein paar Mal reingeschissen, Fraps mir ein paar Mal reingeschissen hat, habe ich jetzt gerade einfach mal, nehme ich jetzt einfach mit Dextory auf. Scheint besser zu laufen. Aber. I must hold on till 3 a.m. I need that. Achso, yo. Wir müssen noch überleben. Alles klar, gut, gut zu wissen. Kann natürlich sein, dass es auch bei Dextory zwischendurch mal lag, weil Dextory manchmal beschissen schreibt, aber wenigstens kann ich dann normal playern. Ja. Wir haben nur noch 2% von unserem tollen Akku, aber hier drinnen ist nichts. Also gehen wir einfach mal raus. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir irgendeine Benachrichtigung kriegen, wenn es fucking 3 Uhr ist. Gut, dass meine Lampe zum richtigen Zeitpunkt den Strom verliert. Und dann gehen wir einfach mal hier runter. Ich hoffe, die Lampe springt jetzt nicht an, wenn das Vieh hier reinkommt, Alter. Da ist auf jeden Fall das Katzenvieh. Oh, bitte Lampe, geh nicht an. Bitte Lampe, geh nicht an. Oh, danke. Oh Mann, ey. Aber die Aufnahme mit Dextory läuft auf jeden Fall. Besser als mit Traps, das ist gut, das ist gut. Gute Sache ist das, ja. Das wird trotzdem richtig behindert beim Schneiden nachher. So, ab hier rein. Tür closen. Hier rein. Dazu. Haben wir jetzt bis 3 a.m. überlebt. Ja! Ja, wir kriegen die scheiß Keycard! Looks like it's the keycard for some door. Oh, endlich, fuck man! Ja! Dann dürfen wir nur nicht mehr sterben. Das heißt, wir sichern uns ganz kurz ab. Okay, die Katze ist da. Und der andere Idiot ist eh dumm. Okay, die Katze ist da drüben, Mann. Hoffentlich kommt sie jetzt nicht her. Ich mach mal das Licht aus, Tablet aus. Ich geh unter den Tisch. Ganz vorsichtig. Hoffentlich kommt sie nicht hier rein. Ich mach die Augen zu. Wenn sie mich nicht sieht, wenn ich sie nicht sehe, kann sie mich auch nicht sehen. Ja, sie geht eh weiter, alles klar. Ist nicht so schlimm. Jo, keine Ahnung. Ich geh jetzt einfach hier raus. Das wird schon funktionieren jetzt. Links an, hier rein. Wir sind drin. Machen hier wieder zu. Und jetzt? Oh Gott, was bist du denn? Was bist du denn? Was bist du denn? Na, mach aus. Aber der sieht mich ja eh nicht hier drin, oder? Gucken wir mal. Was ruft denn hier an? It seems you have met another one of my ja, die Katze, die ist wirklich super. Ich habe keinen Geheimknall gehabt, aber ansonsten war sie nice. Me. Okay, that's it. No more playing. Ich dachte, wir kriegen Hinweise. Toys went on a hunt. Turn around. Surprise. Nee, was ist hinter mir? Oh Mann, noch eins. Lauf nicht vor der Eule weg, solange sie dich sieht. Yo, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt hier stehen bleiben für den... Alles klar. Wir warten jetzt hier. Ich meine, wir haben Zeit. Ich meine, ich habe jetzt zuerst bestimmt eine Stunde aufgenommen und dreiviertel Stunde davon ist Müll, weil entweder die Aufnahme scheiße war oder ich den Code auf halbem Weg vergessen habe. Und jetzt müssen wir hier warten, weil hier so eine Fuck-Eule steht. Oh, das ist wie mit den weinenden Engeln in Doctor Who. Ich muss sie... Aha. Ich muss sie ansehen und dabei weglaufen. Ausgetrickset. Und was muss ich jetzt machen? Weiter überleben, nehme ich an.
mache einfach mal hier zu und freue mich meines verbleibenden Lebens. Ja, habe ich jetzt irgendwas? Okay, ich muss jetzt als nächstes ins Archiv rein, scheinbar. Okay. Ja, wirklich ein bisschen Angst, Panik, so. Ein bisschen Durchfall habe ich auch. Aber ist nebensächlich. Ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Der Kollege geht weiter. Okay. Sonst irgendjemand hier drüben? Ich glaube nicht. Dann los, auf zum Archiv! Stich und Fisch! Fuck! Wo ist denn der letzte Checkpoint? Wahrscheinlich bei der Eule. Jo, bei der Eule. Hallo, Eule. Oh Gott, er ist immer noch da. Habe ich ihn jetzt weggelockt? Ich glaube schon. Nice. Ich bin gar nicht so dumm, wie ich aussehe. Okay. Ab ums Eck. Und hier hinten zum Archiv. Ah, nee, ich muss wieder... Na komm, beweg den Winkel, Dinkel, Binkel, Dietrich meine ich. Wo ist denn hier der richtige Winkel? Da war er gerade fast. Bisschen weiter hoch. Bisschen weiter hoch. Noch ein bisschen weiter hoch. Nein, ein bisschen weiter runter. Na komm schon. Okay, der lässt sich auch richtig beschissen bewegen, ey. Mann. Na komm doch. Okay, wir sind drin. Was soll die Scheiße? Warum warst du da drin, Mann? Ah, fuck. Okay, Dietrich rein. Das war ganz hier drüben. Nein, 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 nein. Nein. Nö. Fast. Immer noch nicht. Na komm. Na komm schon. Drück doch mal, stink dich mal an, Mann. Was ist eigentlich für einer? Ah, der muss doch... Okay. Ich dachte, ich hab's... Oh, Mann. Ja. Und rein. Tür hinter uns zumachen? Nee. Was ist das denn? Okay, wir gehen mal hier ins Telefon. The game dragged on, Bishop. And you play natürlich halte ich mich an die Regeln. I can't let you get away with the file. Warum nicht? Ich habe hart dafür gearbeitet, Mann. You know, this reminds me of my cat, Emma. Welche Katze? I miss her. Welche Katze? I made that bastard scream and cry, but it didn't make me calm. And then I realized that I must punish you. Warum denn mich? For what you've done. Ich bin der netteste Mensch. It is a pity that my toys are not good enough. Though we might be able to increase the power a bit. Goodbye, Bishop. Was zur Hölle? It was fun playing with you. Was hat er jetzt gemacht? Okay, wir haben nochmal gespeichert. Was hat er jetzt gemacht? Was hat er denn jetzt gemacht? Ich wette, er hat das eine Vieh hinten im Lager noch freigelassen. Und es ist viel dunkler als vorher. Das macht natürlich Freude. Ja, ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt mehr mein Ziel ist. Von daher, ist mir egal. Das wissen wir. Achso, wir müssen aber bis 6 Uhr morgens überleben. Logic. Wie bei Five Nights at Freddy Views. Freddy Vers. Oh ne, der ist immer noch in seinem Kästchen. Okay, das ist nicht so schlimm. Ich mache hier einfach mal auf und gucke nochmal schnell. Hallo? Kann ich jetzt raus, bitte? Die Tür ist geschlossen. Okay, ich gehe zurück. Alles klar. Danke. So, ich bin jetzt hier im Lager. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Da hinten scheint irgendeine... Moment mal, heißt das, dass eine Keycard auf dem Rücken von der Katze ist? Nein. Nee. Ich glaube nicht. Das wäre komisch. Das wäre richtig komisch. Das würden die nicht machen, das wäre zu krass. Oder würden die das machen? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt eine Schlussfolgerung, ne? So. Würde ich jetzt mal so aufstellen. Nö, hier ist nichts drin. Ich dachte schon. Ich dachte schon, jetzt habe ich hier noch was gefunden, um rauszukommen oder so. Wäre aber zu einfach. Jetzt halt mal dein Maul da drin. Was ist denn überhaupt da drinne? Man weiß es nicht. Ist geheim. Ist hier noch irgendwo was? Ein Safe oder so? Ne. Oh, da ist die Katze!
Aber sie hat keine Keycard auf dem Rücken, also keine Ahnung. Leute, keine Ahnung. Ich guck nochmal nach. Wir sehen uns. Alles klar, ich habe jetzt gerade gesehen, dass meine Festplatte fast voll ist. Eigentlich wollte ich diesen Part jetzt noch nicht beenden. Scheinbar müssen wir noch was anderes machen als warten. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge oder ich trage das später hier noch nach, keine Ahnung. Ihr werdet sehen, ihr werdet es eher wissen als ich, weil es jetzt direkt nach hier kommt, aber ich es noch jetzt nicht weiß. Wir sehen uns.